Romans 5 from the verse number 1. In Römer 5 ab Vers 1. You know, Paul brings a summary of all what he has been saying from the chapter 1 to the chapter 4. Und da hat Paulus einfach eine ganze Zusammenfassung gebracht, was er die ganze Zeit in den Römerbrief von Kapitel 1 bis 4 gesprochen hatte. In other words, he summarizes the message of the gospel in these few words. Wobei er eigentlich eine Zusammenfassung des Evangeliums darstellt. He said, therefore, being justified by faith. Romans 5, verse 1. Also dann sagt er, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. We have been declared righteous by faith. Also wir wurden gerecht gemacht worden durch den Glauben. And as a result, we have peace with God. Und als Ergebnis haben wir Frieden mit Gott. Through our Lord Jesus Christ. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Here, Paul is very positive. Also Paulus ist da sehr, sehr positiv. He says we have been justified by faith. Er sagt, wir wurden gerecht gemacht. But when you look at other portion of scriptures, especially in the book of Galatians. Und wenn du in anderen Schriften schaust, in den Galaterbrief beispielsweise. You know, Paul let us understand that no man is justified in the sight of God by the works of the law. Er sagt uns, dass kein Mensch kann gerecht werden aus Gottes Sicht durch seine Werke. So here he's not referring to our faith. Also hier spricht er nicht bezüglich unseres Glaubens. Because he's talking about our justification. Denn da redet er über unsere Rechtfertigung. He's talking about our liberation from that which held us captive. Nämlich über das, was uns unsere Befreiung von das, was uns immer gefangen genommen hatte. Justification is a change of state. Denn Gerechtsein ist eigentlich eine Änderung des Wesens. Where we are taken from being a sinner to become the righteousness of God. Wo wir eigentlich weggenommen worden sind aus einer Identität eines Sündigers zu einer Identität des Sohnes Gottes. Halleluja. Preis unserem Herrn. Amen. Now we have to understand this very, very important, because without this, our Christian life cannot have a foundation. Also das müssen wir wirklich verstehen, denn ohne dieses Verständnis haben wir kein Fundament für unser christliches Leben. And so Paul says that before the sight of God, no one, no human being can be justified by the works of the law. Und sagt dann, vor Gottes Sicht, vor Gottes Augen, kann kein Mensch gerecht gemacht worden durch die Werke gemäß des Gesetzes. Galatians 2, verse number 16. Let me read the scripture. Das ist in Galater 2, Vers 16. Lass uns bitte lesen. Galatians 2, verse 16. Paul says, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ. We have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Doch it's weil, so clear. Also das ist ganz klar in Galaterbrief 2, Vers 16. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind wir auch zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Jesus, durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Warum? Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Halleluja. Amen. So we have believed in Jesus. Also wir haben an Jesus geglaubt. Halleluja. Amen. Glory be to God. Herrlich. We have believed in Jesus. Also wir haben an Jesus geglaubt. Because it is by the faith of Jesus that we are justified. Denn es ist durch den Glauben an Jesus, dass wir gerecht gemacht worden sind. It is not by our faith. Nicht durch unseren eigenen Glauben. It is by his faith. Es ist durch seinen Glauben. And so you and I today, we are called to believe in Jesus. Also deshalb sind wir heute berufen, in Jesus zu glauben, an Jesus zu glauben. The expression of faith, also der Ausdruck des Glaubens, is walk. Ist wandern. If you want to see faith, also wenn du Glaube sehen möchtest, you see the walk that faith produces. Dann kannst du einfach sehen
also die Taten, was dieser Glaube herausbringt. So when we talk about the faith of Jesus Christ, und wenn wir von Glauben von Jesus Christus sprechen, we're talking about the works of Jesus Christ. Dabei reden wir von den Wandlungen, von den Taten Jesus Christi. There is a work. Also es gibt ein Wandern, that the Father gave him, das der Vater ihm gegeben hat, to accomplish in our place. Dass er selber vervollständigt an unserer Stelle. In order to bring us into a place of favor, into a place of likeness, into a place of acquittal before God. Now, before God, not before human being. We're also talking about your position before the Father. Also es gibt einen Wandel, das Jesus Christus machen sollte, machen müsste, damit wir einfach vor Gottes Augen, ich sage Gottes Augen, nicht Menschenaugen, Gunst bekommen. Glory be to God. Amen. So you and I, we are justified by the works of Christ. Und wir sind heute gerecht gemacht worden durch das, was Jesus Christus getan hat. Amen. Amen. So that is why your work is not relevant. Und darum ist heute, egal was du machst, hat keinen Einfluss auf deine Gerechtfertigung. Amen. Amen. Your work to be justified is not relevant. Also, was auch immer du tust, mit dem Gedanken dabei, gerecht zu sein vor Gott, wird niemals etwas bringen. It doesn't mean that you shouldn't work. Es bedeutet aber auch nicht, dass du nichts tun musst. But the work that leads to justification is not relevant. Aber der Wandel, das zu Gerechtfertigung bringt, muss nicht durch dich selbst gemacht werden. Halleluja. Amen. So there is no work you will do that will give you a right standing before God. Anders gesagt, es gibt nichts, was du tun würdest, was du tun kannst, um vor Gott gerecht zu stehen. Halleluja. Amen. So the only work you need to do. Und der einzige Wandel, den du tun musst. Now please look at this. Bitte hör zu. I just want you to connect here. Ich möchte, dass ihr jetzt eine Verbindung macht. In the book of John 6. In Johannes 6. From the verse 27. Ab Vers 27. You know, the multitude confronted Jesus Christ. Also die Menge hat Jesus Christus konfrontiert. You know, after which he fed them in the wilderness. Und nachdem er sie in der Wüste genährt hatte. And they asked him a question. Und sie haben ihn eine Frage gestellt. From the verse 28. Ab Vers 28. You know, they placed a question to Christ. Und sie haben da eine Frage gestellt. And said, what can we do? Was sollen wir tun? That we may walk the works of God. Warum? Was sollen wir tun, damit wir Gottes Werke wirken? Amen. Amen. What an audacious question. Welch eine Frage. Amen. Amen. Because the work of God is to bring man into right standing with him. Denn die Werke Gottes ist einfach, dass der Mensch in Gerechtigkeit vor Gott steht. You know, at times we ask God questions, we don't even understand the question. Manchmal stellen wir Gott Fragen, wobei wir selber uns keine Gedanken machen. Amen. You know, it's sincere. It's from a sincere heart. Die Fragen sind zwar ehrlich aus tiefen Gründen, but sincerity can be wrong. Aber manchmal kann auch die Herrlichkeit falsch liegen. Amen. Because most of us, we want to know what we can do in order to please God. Denn die meisten von uns, wir wollen ja wissen, was wir tun können, damit Gott gefällig ist. Amen. We want to know how God can be pleased with us. Wir wollen gerne wissen, was wir tun können, damit Gott einfach mit uns zufrieden ist. So their question was very sincere. Also die Frage war wirklich ehrlich. But they didn't know, they didn't understand the gravity. The importance of what they were asking God. Aber sie haben nicht das Schwergewicht gesehen, diese Frage. So what can we do that we may walk the works of God? Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Now look at what Jesus answered. Und schau bitte mal, was Jesus da geantwortet hat. The verse 29, Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Amen. Amen. You cannot walk the works of God. Also du kannst die Werke Gottes selber nicht wirken. Because the one who is assigned to do the work of God has the backings of God to accomplish the work. So God will have to entrust the person with the power
to withstand what it takes in order for the work to be accomplished. So he says, none of you can do the works of God, only the one in whom God has sent. So what do we need to do? What is our work? Believe. Also du kannst die Werke Gottes nicht wirken, nur derjenige, den Gott gesandt hat, kann das tun. Warum? Weil Gott ihm auch damit gestattet hat, mit alles, was gebraucht wird, und diese Werke vollendet. Und was müssen wir nun tun? Nur glauben an den. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Are you happy? Seid ihr glücklich darüber, that God has simplified everything for dass us? Gott für uns alles vereinfacht gemacht hat? Amen. You know, man's soul has been so troubled by the fall in Adam that he doesn't like simplicity. Also wissen Sie, der Mensch Seele wurde so tief geändert, dass nicht mehr leicht findet, wenn es alles einfach gezeigt wird. Amen. You know, the soul, the fact that we have fallen. Der Grund, dass wir einfach gefallen sind, is that we have been established in pride. Damit wurden wir in Hochmut etabliert. Amen. Amen. I can do it myself. Ich kann das selber tun. God, tell me what to do, I do it. Gott, sag mir, was ich tun soll, ich kann das schaffen. Amen. Everybody boast. Ja, jeder kann sich die Schulter klappen. Amen. That's why we compare with one another. Und das ist der Grund, weshalb wir uns vergleichen miteinander. I'm more than you. Ach, ich bin doch mehr als du. I'm more righteous than you. Ach, ich bin doch mehr gerecht als du. Come on, I don't do this. Ach, ich tue dies nicht. Look at you. Ach, schau dich an. Amen. But our God is so wonderful. Aber unser Herr ist so wunderbar. He put us in the same level. Hat uns alle in gleichem Niveau gestellt. All have sinned. Alle haben gesündigt. And fall short of the glory of God. Und sie sind vor der Herrlichkeit des Herrn gefallen. And if one takes all to fall. Und wenn einer alle genommen hat, dass sie alle gefallen sind. Aber Vater, one will have to take all to stand. Müsste dann alle nehmen, damit sie wieder aufstehen. Glory be to God. Herrlich sei unser Vater. That's why he calls us to believe. Und darum möchte dass wir einfach glauben. No, we all understand in basic physics. Und wir verstehen einfach in ganz einfache Physik. That there is no work without power. Es gibt kein Werk ohne Kraft. Oh, my engineer. Engineer? Ist das korrekt? Amen. No work without power. Also es gibt nichts, was wir tun können ohne Kraft anzuwenden. So that is the reason why Jesus Christ is called the power of God, because he was the only one who was assigned to do the works of God. Und so every power that God has was placed in him. If we want to have power, we need to know who Christ is and what he has done for us. We need to understand our position in Christ in order for the power that is in him be transferred, be imparted to us. This is why Paul tells us in Ephesians 1, the verse number 19, he says, what is the exceeding greatness of the power towards them that believe? So if you believe in Jesus Christ, there is a power available. Because you are believing in the one who has accomplished the work. Also, wir müssen einfach, darum hat Gott Jesus Christus ausgestattet mit Kraft, weil musste einfach die Kraft haben, und darum wird auch genannt als die Kraft Gottes, weil die ganze Kraft Gottes hatte, alles zu machen. Und was wir tun müssen, ist einfach zu glauben. Und darum sagt Paulus in Epheser 1, 19, dass wir einfach berufen sind, und wie überschwänglich groß ist die Kraft, die an uns ist. Tell someone beside you that the Christian belief, our Christian faith is simple. Also sag jemand neben tell dir. Tell someone, it's simple. Unser Christenglaube ist einfach. Sag Amen. Ihm das. It's unser simple. Christusglauben ist einfach. Sehr einfach. Halleluja. Amen. Simple. Sehr einfach. That's why Paul apostolic consent to the church in Corinth. Und darum Paulus sprach zu der Gemeinde in Korinth.
In 2 Corinthians 11, the verse number 3. In 2. Korinther 11, Vers 3. Look at Paul's concern. Schau bitte mal, was Paulus da als Sorge hatte. Paul was so troubled. Er war durcheinander mit den Korinther. Look at what he said. Schau bitte mal, was er da sagt. He says, but I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Our faith is simple. Unser Glaube ist einfach. If it is not simple, it is not the gospel. Denn wenn das nicht einfach ist, dann ist das kein Evangelium. Amen. Believe Amen. Me. Glaub mir. When a minister of the gospel complicates, takes scripture like concordance and begin to confuse you, at the end you only know that the place was packed full. Amen. You only know that, wow, he preached powerfully. But you can't even tell what he preached. Also wenn der Minister Gottes einfach dich vielleicht ein bisschen durcheinander bringt mit Konkordanz und was auch immer für Bücher und dass du nur große Worte hörst und am Ende siehst du nur, es war so großartig gepredigt, aber gleichzeitig am Ende kannst du nicht ein Wort sagen, was du daraus gehört hast. There was a man in there. You know, in the early church called Apollos. Es gab ein Mann in der ersten Gemeinde, sein Name war Apollos. The Bible says he was mighty in scripture. Und die Bibel sagt, er war ein mächtiger in Schriften, er wusste alle Schriften. Amen. He was a walking concordance. Also er war so ein laufende Wörterbuch von der Bibel. Amen. Have you seen people like that? He quote schon Revelation, Leute, solche Leute Genesis, gesehen? He's just quoting. Also der wusste alle Zeichen, die in der Bibel geschrieben waren. Amen. But he cannot rightly divide the scripture. Aber gleichzeitig konnte er nicht das Wort Gottes gerecht teilen. The Bible says that Aquila and the husband called him aside. After they heard him preach, they say, young man, we see your zeal, we see your power, we see energy coming out of you. Come, let us teach you how to bring the word more accurately. Hallelujah. Amen. Also der Apollos war ein Mensch, der einfach wirklich die Bibel, er wusste alles drinnen, drum und alles, aber dann hat ihm Aquila und ihr Mann beiseite genommen, wo sie gesehen haben, dass er wirklich sehr viel mutig war. Und sie haben ihm gesagt, komm mal hier. Wir sehen schon, dass du sehr viel Mut hast, um dieses Wort zu predigen. Aber komm, wir wollen dir mal zeigen, wie du dieses Wort gerecht teilst. Halleluja. The gospel is simple. Und das Evangelium ist einfach. Jesus Christ, Jesus Christus, is our faith. Ist unser Glaube. We are justified. Und wir sind gerecht gemacht worden. We have been given a right standing with the Father. Uns wurde ein Gerechtstehen vor dem Vater gegeben. We are favorable before Him. Und wir sind begünstigt vor dem Vater. By what Jesus Christ did. Durch das, was Jesus Christus getan hat. In which we are called to put our faith in Him. Und indem wir heute berufen sind, unser Glaube an Ihm zu legen. And so when we believe God, also wenn wir dann Gott glauben, through our persuasion in what Christ has done, durch unsere Überzeugung zu das, was Christus getan hat, we experience, dann erleben wir everything that God has made Jesus Christ to be for us. Und zwar alles, was Jesus Gott gemacht hat aus Jesus Christus für uns. Hallelujah. Amen. Are you getting me? Habt ihr das verstanden? All what you are to be. Alles was du zu sein wirst. God made Jesus Christ to become. Gott hat das in Jesus Christus gelegt. God wanted you to walk in righteousness. Also Gott wollte, dass du in gerecht wanderst. He made Jesus Christ to be your righteousness. Dann hat Jesus Christus dein Gerechtigkeit. God wants you to walk in holiness. Gott wollte, dass du in Heiligkeit wanderst. He made Jesus Christ to be your holiness. Und dann hat er als Jesus Christus deine Heiligkeit gemacht. God wanted you to experience wholeness, body, spirit and soul. Gott wollte, dass du einfach die Wohlheit erlebst in deinem Geist, in deiner Seele und deinem Körper. He made Jesus to be. Und er hat Jesus das alles gemacht. So that we, damit wir,
being identified to Jesus, identifiziert mit Jesus, we may become who he wir is. Dann das manifestieren. This is what the Bible refers to as the exchange life. Und das ist das, was die Bibel als ausgetauschtes Leben nennt. Jesus Christ, Jesus Christus, did not come, ist nicht gekommen, to make bad people good people, um schlechte Menschen aus schlechten Menschen gute Menschen zu machen. Jesus Christ, Jesus Christus, did not come, kam nicht, to make a good man, um aus einem guten Mensch a better person, ein besserer Mensch zu sein. Oh, come on, think. Bitte denk darüber nach. Amen. Amen. That is not his mission. Das war nicht sein Werk auf Erden. Jesus Christ came. Aber Jesus Christus kam. That he may give to us. Damit er uns alle gibt. The life of God. Das Leben Gottes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The highest quality of life. Und diese höchste Qualität des Lebens. So in Adam. Also in Adam. The good and the bad and the worst all died. In the death of Jesus Christ, so that God will eliminate all everything that seems to be as a life, so that through the resurrection of Jesus Christ, anyone that accepts him, he gives them power to become the sons of God. Those that partake of his sonship, they partake also of his life, because life is in the Son. Also alles, was in Adam war, diese Gute, diese Schlechte, diese weniger Gut oder was auch immer, das alles wurde in dem Tod Jesus reingeschlungen, weggenommen von uns, damit aus der Auferstehung Jesus Christus ein Leben herauskommt und wer auch immer an ihm glaubt, auch teilhabt an diesem Leben. Glory be to God. Aber Vater, Paul says that Paulus sagt, boasting is excluded. Dass sich rühmen ist ausgenommen. Amen. Amen. No one can boast before also God. Keiner kann sich vor Gott rühmen. Halleluja. Glory be to God. Aber Vater. Thank you, Father. Danke, Vater. Oh my God. No one can stand before the Father also and say, I am more than another. Keiner kann vor dem Vater stehen und sagen, ich bin mehr als irgendein anderen. Religion doesn't like this. Und ich weiß, die religiösen Gedanken lieben das nicht. Amen. Amen. Halleluja. Amen. There is one that speaks in the church. Es gibt einen, der in der Gemeinde spricht. He calls the church my church. Und er nennt das meine Gemeinde. It's the opinion of Christ. Das ist die Meinung Christi. Amen. Amen. It is the opinion of God which is manifested in the work of Jesus Christ. Und das ist die Meinung Gottes, die sich einfach zeigt in die Werke Jesus Christus. Amen. Amen. God did not consult with your enemies or with your friends. He didn't consult with anybody to make you righteous. He decided by himself. He sworn by himself that he will bless you. And in Christ, he blessed you. So he doesn't need any majority opinion. It is his opinion that speaks in the church. That is why if we say we are Christians, we need to adhere to the opinion of God, which is manifested in Christ. What is his opinion? It's the position in which he has brought you into today. Are you a believer? Do you believe all what Christ has done for you in order for you to experience the idea of God? Jesus Christ is the eternal thought of God concerning you. Hallelujah. Also ich fange an von hinten. Jesus Christus ist das ewige, der ewige Gedanken Gottes, was dich angeht. Und Gott hat niemand gesucht oder gefragt, wie er alles machen wollte. Er hat mit sich selbst geschworen und entschieden, dass du gerecht sein wirst, dass du in seinem Sohn eingeschlossen sein wirst. Er hat das einfach gemacht. Halleluja. Amen. Amen. Come on, this is good. Also das ist doch gut, oder? Ah? Oder? Halleluja. Amen. This is good. Das ist was Gutes. So if you depending on the opinion of people, you're liberated. Wenn du immer von anderen Menschen Meinung immer gefangen warst, dann bist du heute befreit. You don't need anybody to lay his hand on you. Also just this truth.
Du brauchst niemanden, der einfach seine Hand auf dich auflegt. Nur diese Wahrheit, nur dieses Bewusstsein von dieser Wahrheit befreit dich heute. Amen. Amen. You are liberated. Du bist befreit. You have been given freedom. Dir wurde die Freiheit gegeben. To fulfill your destiny. Und zwar dein eigenes Schicksal zu erfüllen. Your path is straight. Denn dein Weg ist gerade. Vater. Your mind is your greatest enemy. Und dein Gedanken ist einfach dein größter Feind. That's what Paul said here. Und das ist, was Paulus hier sagt. He said, lest the devil will corrupt your mind with his subtlety, with his trickery, with his craftiness, that you may be swayed away from the simplicity which is in Christ, the singleness of purpose, of destiny, which is in Christ. So when you look at Jesus Christ, you are looking at who you are. Also, it is just as simple as it is. So your mind is the apparatus that the enemy can use with his deception to sway you away from this simpleness. Und das but ist, was if you are resolute and you are persuaded, you hold on to the opinion of God and you fulfill your purpose in life. Amen? Und das ist, was Paulus sagt hier. Dass er fürchtet, dass die, so wie die Schlange verführt war, dass auch unsere Gedanken abgewendet werden. Also das geht um unsere Gedanken. Dass sie einfach weggenommen werden von der Einfachheit dieses Evangeliums. Amen. Amen. Being justified by faith. Dass wir gerecht gemacht wurden durch Glauben. By the faith of Jesus Christ. Und zwar den Glauben Jesus Christus. We have peace with Und God. Und jetzt haben wir dadurch Frieden mit Gott. Amen. Amen. We have peace with God. Wir haben Frieden mit Gott. You know, peace is what preserves what God supplies. Denn Friede ist das, was eigentlich aufbewahrt, was Gott uns gibt, reichlich. Very important. Sehr wichtig. You know, that is where many people we fail to experience the life that God has given to us in Christ. Und das ist auch ein Grund, weshalb viele Menschen einfach verfehlen, dieses Leben auszumanifestieren. Peace. Friede. The peace that you have with God. Denn der Friede, den du mit Gott hast. Preserve everything that Jesus Christ has given to you. Bewahrt alles, was Jesus Christus dir gegeben hat. So when you have peace with God, und wenn du Friede mit Gott hast, you know that every negative things around you cannot separate you from that position. Dann weißt du gleichzeitig, alle negative Sachen um dich herum können dich nicht trennen von ihm. So Paul says, by whom also we have access by faith into this grace, Romans 5, the verse number 2. Also Römer 5, 2 sagt er weiter, durch ihn, also durch Jesus Christus, haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. In der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Look at the verse number 3. Und schau bitte mal im Vers 3. And not only so. Und nicht allein, aber das. But we glory in tribulations also. Sondern wir rühmen uns auch in der Bedrängnisse. Knowing that tribulation worketh patience. Denn wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Oh, hallelujah. Aber Vater. Ah, it says knowing that tribulation worketh patience. Denn wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. So Paul is telling us that because of the fact that we have been established, you know, in our right standing, we have been established favor before God, and therefore we have peace with God. And because of this, we stand, you know, in this grace, rejoicing in the glory of God. He tells us that we then glory in tribulation. Also Paulus sagt uns, dass nachdem wir einfach diese Friede mit Gott haben, und durch ihn, wir stehen in dieser Gnade. Wir wissen auch, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Warum? Weil wir wissen, dass in diesen Bedrängnissen wir haben auch ein standhaftes Ausharren. Now look at what Jesus said in, und schau bitte mal, was Jesus sagt. In John 16, the verse
Number 33. In Johannes 16, Vers 33. John 16. The last verse. Letzte Bibelstelle auf Johannes 16. Jesus says, "These things I have spoken unto you, that in me, ye might have peace." Das habe ich euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In the world ye shall have tribulation. In der Welt habt ihr Angst. Amen. So here Jesus is telling us that what is in the world, what characterizes the life in this world, is what he calls tribulation. Also Jesus sagt uns hier, dass was in der Welt ist, was die Welt eigentlich gekennzeichnet, ist das, was als Angst, als Bedrängnis gekennzeichnet ist. But be of good cheer, I have overcome the world. Aber sei getrost, warum? Weil ich die Welt überwunden habe. So in the world, in der Welt, is tribulation. Ist nur Bedrängnisse. This is the nature of life in this world. Das ist die Natur des Lebens in dieser Welt. But Paul says, aber Paulus sagt, because uns, of our justification, weil wir gerecht gemacht worden sind, because of the fact that we have peace with God, und weil wir Frieden mit Gott haben, indem wir uns in Christus befinden, and due to this peace we are rejoicing in the hope und of his glory, aus diesem Frieden freuen wir uns, rühmen wir uns schon in seiner Herrlichkeit, we glory in tribulation. Also dann sind wir einfach verherrlicht in Bedrängnisse. Ich weiß nicht, ob das ankommt. You know what polishes gold? Wisst ihr, was eigentlich das Gold reinmacht? Wisst ihr das? Feuer. Gold love fire. Gold, das ihr seht, das schon Endzustand ist, das liebt Feuer, um das so schön zu glänzen. There is something trapped inside of you and I. Und es gibt etwas, was in dir festgefangen ist. Paul calls it the hope. Und Paulus nennt das die Hoffnung. Christ in you. Christus in dir. The hope of glory. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Christ is trapped und within Christus you and I. Ist in dir, fest in dir drin. The glory of Christ. Also die Herrlichkeit Christus. The person of Christ. Die Person Christus. Shines out of us. Also glänzt aus uns heraus. In tribulation. Yes, und zwar in Bedrängnisse. Oh, Mama. Habt ihr das? Please get me. Bitte versteht mir. You know, when you go to heaven, also wenn du zum im Himmel gehst, there is one glory that characterizes everything. Es gibt nur eine Herrlichkeit, die alles charakterisiert. It's the glory of God. Das ist die Herrlichkeit Gottes. In heaven you will not see one glory, another glory. Also it's im Himmel wirst du nicht verschiedene Herrlichkeit sehen. Amen. Amen. But here on earth, aber ich sage hier auf Erden, there are things that wants to shine out. Es gibt Sachen, die einfach against aus the dir, glory of God. Es gibt Sachen, die gegen die Herrlichkeit Gottes aus dir herauskommen wollen. That is why God said. Und darum sagt Gott, I will redeem a people. Ich werde ein Volk kaufen. I will place them in the midst of tribulation. Und ich werde sie in Mitte der Bedrängnis stellen. To prove the authenticity of the life um of my life. Um einfach zu beweisen die Authentizität, die Echtheit meines Lebens. Which I have given to them. Und zwar dieses Leben, das ich denen gegeben habe. By positioning them in my son, Jesus. Und ich habe ihnen dieses Leben gegeben, indem ich sie in meinem Sohn Jesus Christus so gestellt that when habe. They will be walking in their statue of justification, so dass wenn sie dann wandeln in deren Identität als gerecht, with their assurance of having peace with me, so dass wenn sie dann wandeln mit der Bewusstsein, dass sie Frieden mit mir haben, being cheerful of the fact that they have been blessed with every blessing in Christ, so dass sie einfach getrost werden, weil sie wissen, dass sie mit allen Segen in Christus gesegnet worden sind, they will glory sie in werden tribulation. Dann in Bedrängnisse auch leuchten, sie werden Amen. In Bedrängnisse auch erscheinen. Halleluja. Jesus says, anyone who hears my saying and Jesus doeth sagt, them, I will liken him unto a man who builds his house upon the rock.
the rain will come, the flood will come, the wind will blow upon this house, but this house will stand because this man has established, has founded his house upon the fact that God has made him righteous in Christ, upon the fact that God has given him peace, upon the fact that God has empowered him with his own joy. When that man is established on these premises, the Bible says that the things which characterizes the world, which Paul summarizes it as tribulation, the rain, the flood, the wind, they will not destroy this house because it is founded upon the rock. Amen. Also Gott sagte, dass, also Jesus sagte, dass es derjenige, der seine Stimme hört und das genau tut, er ist dann verglichen wie ein Mensch, der einfach sein Haus auf einen Rock gebaut hat. Dann wird Regen kommen, dann wird Wind kommen, alles kommen, aber das Haus wird standfest bleiben. Warum? Weil der Regen und der Wind und was auch immer, das sind alle Bedrängnisse, was sich in dieser Welt befinden. Aber wenn derjenige auf dem Rock, was eigentlich ist, dass derjenige weiß, dass Gott mit ihm in Friede ist, dass derjenige weiß, dass er getröstet ist von Gott, dass derjenige weiß, dass er einfach alles von Gott bekommen hat, wenn derjenige das alles macht, dann wird er Freude haben und dann wird er einfach standhaft bleiben. Amen. Hallelujah. Amen. Cease from looking at your condition. Also hör auf deinen Zustand zu schauen. Look at your position. Schau auf deine Position, wo du stehst. Wo du gestellt worden bist in Christus. Cease from considering the immediate. Also hör auf, immer zu berücksichtigen, was du jetzt sofort brauchst. Look at the ultimate. Schau das, was ultim ist, was einmalig ist. The ultimate. Also das Höchste. The end. Das Ende. Huh? Jesus has finished everything. Denn Jesus hat alles vollendet. You know, God is not playing with us. Also Gott spielt doch nicht mit uns. Amen. It's not playing and see whether this will happen or not. Indem, also er spielt nicht mit uns, indem er vielleicht schaut, ob das oder dies geschehen wird. Hm? Oh, my brother Emmanuel, maybe he will succeed. Let me see. Also vielleicht mein Bruder Emmanuel wird ihm gelingen, alles was ich gemacht habe. Lass uns schauen. Before you take the step, he finishes your destiny. Und bevor du einfach deinen Schritt einnimmst, er bringt dich sofort zum Ende. This is the God I know. Und das ist den Gott, den ich kenne, aber Vater. Amen. He finishes before he begins. Also er vollendet, bevor überhaupt angefangen wird von uns. So that you may know. Damit du weißt. In the midst of your path. Im Mitte dieser Weg, den du hast. The path of your manifestation. Und zwar der Weg deiner Erscheinung, der Weg deiner Manifestation. You laugh at your condition. Du kannst einfach immer lachen um deine Zustände während dieser Weg. Huh? Amen. If you faint in the days of adversity, also, your strength is small. Also wenn du einfach hinfällst in Tage der Bedrängnisse, das heißt einfach, dass deine Kraft sehr gering war. Amen. Amen. Listen. Und hör zu. Your strength, deine Kraft, is the measure of the glory that you behold. Also deine Kraft ist eigentlich, also deine Kraft soll dir zeigen, also wie groß du die Herrlichkeit Gottes siehst eigentlich. Amen. Amen. Your strength. Also deine Kraft is a measure of the glory of God. Ist ein Maß der Herrlichkeit Gottes. That you behold. Und zwar die Herrlichkeit Gottes, die du betrachtest. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So the more you behold the glory also, of God. Also je mehr du die Herrlichkeit Gottes betrachtest, the more powerful you become. Desto mehr Kraft erlebst du. Where is the glory of God? Und wo ist die Herrlichkeit Gottes? In the message of the gospel. In der Botschaft des Evangeliums. Amen. Amen. It is the gospel of Jesus Christ. Es ist das Evangelium Jesus Christus. It is the glory of Christ. Es ist die Herrlichkeit Christi. So as we all with open face. Und wie wir alle mit offenen Gedanken. 2 Corinthians 3:18. 2. Korinther 3:18.
beholding us in a glass. Und zwar, wir schauen, als wären wir vor einem Spiegel. The glory of the Lord. Die Herrlichkeit des Herrn. We are changed. Wir werden verwandelt. From glory von Herrlichkeit to glory. Zu Herrlichkeit in dasselbe Bild, was wir getrachtet haben. By the Spirit of God. Und zwar durch den Geist Gottes. Hallelujah. Amen. So the Spirit of God. Also der Geist Gottes. Cause us to see the glory of God. Bring uns dazu, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. And as we behold the glory of God, und wenn wir das sehen und betrachten, we are changed to what we behold. Wir werden verwandelt in das, was wir sehen. Amen. Amen. For example, the glory of God is that your destiny is established in Christ. Also beispielsweise die Herrlichkeit Gottes ist, dass deine Bestimmung in Christus vollendet ist. Amen. Amen. This brings stability to your soul. Das bringt da einfach Stabilität in deine Seele. Amen. Amen. You know that whatever you face, du weißt beispielsweise, dass egal wovor du stehst, this will not bring you down. Das will dich nicht kaputt machen. Because warum? Your destiny has been established. Weil deine deine Schicksal gegründet worden ist. Glory be to God. Aber Vater. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So don't embark on 21 days from struggling to stability. You don't need that. Also versuch nicht, also 21 Tage, leiden, damit du endlich mal Stabilität 21 bekommst. 21 days of prayer to take me from struggling to 21 Tage Gebet, ganz starke Gebet, damit ich aus meinen Leiden herauskomme. Huh? Ich sage nicht mehr. Glory be to God. Herrlich des Vaters. You need 21 days to see the glory of aber God. Aber du brauchst 21 Tage, um die Herrlichkeit, dabei die Herrlichkeit Gottes zu betrachten. Amen. Amen. Fast 21 days, also even 40. Also fasten 21 Tage, sogar aber 40 Tage, dabei to see the glory die Herrlichkeit Gottes betrachten. Let's look at one scripture and then we are off for today. Lass uns noch eine letzte Bibelstelle lesen. 2 Corinthians 4, the verse 17. 2. Korinther 4, Vers 17. Paul says, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Ehrlichkeit. Amen. Amen. This is our light affliction. Also unsere leichte, unsere vorübergehende Bedrängnis. Which is just for a moment. Und zwar, sie sind vorübergehend. So he calls tribulation in this world. He calls adverse circumstances. He calls what makes you to cry. What makes you to see as if life has ceased. He calls all of them light affliction. Kannst du dir vorstellen, er nennt das, was dich Tag und Nacht zu weinen bringt. Er nennt das, worüber du Tag und Nacht denkst und Sorgen hast. Er nennt das alles leichte Bedrängnisse. Amen. Amen. Is Paul making a mockery of us? Also Paulus lacht über uns, oder? Über unsere Probleme. Amen. You know, one theologian says the summary of the gospel. You know, it's Martin Luther. Ein Theologe, das war Martin Luther. Er hatte mal gesagt, eine Zusammenfassung des Evangeliums ist nämlich, ist, dass Gott lacht over the problems of men. Über das Problem der Menschheit. Also wenn dieser Mensch heute eine Plattform hatte, er würde bestimmt gesteinigt. Amen. Amen. Because the majority of believers, they are there for their needs, for their problems. Denn die meisten Gläubigen, sie kommen ja wegen deren Probleme, wegen deren Nöte. And you are telling them that God is laughing. Und du sagst ihm, dass Gott lacht? Ah. Das kann doch nicht sein. Amen. Amen. Halleluja. Amen. The Bible says, he that sits in the circle of the earth, Psalms 2, shall laugh. Die Bibel sagt, dass derjenige, der in Mitte der Erde sitzt, wird lachen. Amen. God is truly laughing. Also, Gott lacht wirklich. Because he has finished his work. Warum? Weil er sein Werk vollendet hat. Halleluja. Preis unserem Herrn. We only need to believe Jesus. Also, wir brauchen nur Jesus zu glauben. We only need to look at the eternal weight of glory. Wir brauchen nur wirklich auf diese ewige
Gewicht der Herrlichkeit zu schauen. So when we go through circumstances, und wenn wir dann durch Bedrängnisse gehen, adverse to our durch faith, Umstände gehen, die auch im Gegensatz sind zu unserem Glauben, we need to weigh between our present momentary circumstance. Wir müssen das gewichten zwischen unser jetzigen Zustand with the eternal weight of glory. Und zwar und mit, also wir müssen das dann vergleichen, wir müssen das gewichtigen, diese aktuellen Zustand, diese Umstände, die wir gerade haben, mit das, was wir erwarten. Amen. Das ewiglich. This is what gives your soul strength in the midst of tribulation. Und das, dieser Vergleich oder diese Gedanken, was dich erwartet, bringt dir Kraft in deiner Seele, in Mitte der Bedrängnisse. Whenever your soul wants to be troubled, also wann auch immer deine Seele sich einfach traurig, Trübheit zeigen möchte, look at the eternal weight of glory. Schau einfach auf das ewige Gewicht der Herrlichkeit. Look at what Gottes. Jesus Christ has accomplished Schau for you. Einfach auf das, was Jesus Christus für dich vollendet hat. Look at how the Father looks at you now. Und denke nochmal darüber nach. Erinnere dich noch daran, wie der Vater dich in diesem Moment, wo du dich befindest, siehst. When you do that, und wenn du das alles tust, you are strengthened. Dann bist du bekräftigt. You are empowered. Dann bist du bekräftigt, weiterzugehen. The circumstance becomes a light affliction. Und dann werden diese gesamten Umstände um dich herum leichte Bedrängnisse. And it becomes an affliction just for a moment. Und zwar leichte vorübergehende Bedrängnisse. It is not permanent. Und denn sie sind nicht dafür immer. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Tell someone my condition is not permanent. Und sag dann jemand neben dir, mein Umstand ist nicht ewiglich. Come on, tell someone. Sag es ernsthaft. Come on, tell someone my condition is not permanent. Mein Umstand ist nicht ewiglich. But my position is permanent. Aber mein Stand, meine Position ist ewiglich. Amen. Halleluja. Amen. So we dwell on our position. Also wir leben da in unserer Position. So that our condition aligns to our position. Damit unser Umstand sich einreiht zu unserer Position. Thank you, Heavenly Father. Amen.